You know, humility can be seen. Wisst ihr, diese Demut kann gesehen werden. It is not that I come here and I say I am humble. Das ist nicht so, dass ich hier komme und sage, ich bin demütig. And you just accept my word, but you can see humility in somebody. Und nicht, dass ihr das ist das sage und ihr das akzeptiert, aber wir können das sehen. This verse says, let this same attitude. Und dieses Vers sagt, lass diese gleiche Einstellung. Attitude can be seen in a person. Ja, die Einstellung kann in einer Person gesehen werden. I have three wonderful children. Ich habe drei wunderbare Kinder. And when I tell them to do something, und wenn ich sage, die sollen was tun, I know the times that they do it joyfully, and I know the time they do it with an attitude. Ja, ich weiß, dass sie dann gibt Zeit, dass sie dann mit Freude tun, und es gibt auch Zeit, dass sie dann mit Einstellung zu tun. Because you can see attitude. Denn du kannst diese Einstellung sehen. They are doing it because you're somebody in authority. You are their parent, so they're doing it because you said it. But their attitude tells you they don't want to do it. Ja, die tun das, weil die haben da wie ich Eltern. Aber diese Einstellung sehen wir, wenn wir was tun. But sometimes, as human beings, do you know? Sometimes we are also like that. Aber als Mensch, wir sind genauso. You can read an attitude from somebody. Du kannst eine Einstellung lesen von jemandem. But the Bible encourages us that let's have the same attitude like Jesus. He was humble. Bibel ermutigt uns, diese Einstellung wie Jesus zu haben. The Bible tells us we take his role, we take his role model. Bibel sagt, let him, allow him to be our example. Bibel sagt uns, dass wir diese Vorbild Jesu nehmen und als Beispiel gehen. He had an attitude of humility. Er hat diese Einstellung der Demut. Just for you. Nur für dich. Just for you. That's how special you are. Ja, nur für dich. Just remind your neighbor, that's how special you are. Sagst du deinem Nachbarn, das ist das, du bist so speziell, Pastor. It took Jesus taking an attitude of humility that you may be reconciled back to God. Jesus nahm das diese Einstellung der Demut, dass wir zu Gott versöhnen können.